Am späten Nachmittag des 6. August 1945 bereiteten sich 10 Männer auf das Abendbrot vor. Zufällig hörte einer nebenbei noch das Radioprogramm. Um 18 Uhr kamen Nachrichten. Nachdem er zunächst nur nebenbei zuhörte, wurde er immer aufmerksamer. Im Radio war von einer großen Explosion von ungeheurer Stärke die Rede. Eine Bombe wurde über eine japanische Stadt abgeworfen mit einer Sprengkraft von 2.000 10-Tonnen-Bomben. Die 10-Tonnen-Bombe war die größte über Deutschland abgeworfene Bombe. Der Nachrichtensprecher behauptete, es handelte sich bei dieser Bombe um eine sogenannte Atombombe und er sprach über eine Rede des amerikanischen Präsidenten Truman, in der dieser auf die erfolglosen deutschen Versuche verwies, eben eine solche Bombe zu bauen. I had been prepared during the course of the year before to expect to see an explosion with a magnitude of 20,000 tons of TNT. It was something that the imagination really couldn't comprehend. And as I looked back after that explosion had taken place, it was a rather awesome sight. And I had nothing to say. I could only look at it for a matter of a few seconds. The unimaginably destructive atomic bomb perfected by Allied scientists. First mission, the industrial city of Hiroshima. Japan had its choice, complete surrender or complete ruin. Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning. It was designed for a detonation equal to 20,000 tons of high explosives. That's 2,000 times the power of one of the RAF's 10-ton bombs of orthodox design. Good evening from the White House in Washington. Ladies and gentlemen, the President of the United States. The British, Chinese, and United States governments have given the Japanese people adequate warning of what is in store for them. We have laid down the general terms on which they can surrender. Our warning went unheeded. Our terms were rejected. Since then, the Japanese have seen what our atomic bomb can do. Der Mann war furchtbar schockiert und erinnerte sich an eine von ihm gemachte Entdeckung 6 Jahre zuvor, die ihn sehr hoffnungsvoll stimmte, aber auch schreckliche Vorahnungen hervorrief. Er kehrte sehr verwirrt zu den anderen Männern zurück und berichtete von dem Gehörten. Die Männer waren zunächst sehr ungläubig über diese Nachricht. Erst die nächsten Nachrichten eine Stunde später zeugten von der Wahrheit der Behauptung. Sie fingen sofort an zu diskutieren, heftig, bis in die Nacht. Erst gegen 2 Uhr begaben sie sich zu Bett. Auch die nächsten Tage verbrachten sie mit Diskussionen, Berechnungen und Erklärungsversuchen. Das Radioprogramm war die BBC. Das gehörte Ereignis war der Abwurf der Atombombe über Hiroshima. Der Ort, an dem sich die Männer befanden, war das Internierungslager auf Farm Hall in England. Der Mann, der zuerst die Nachricht hörte, war Otto Hahn, der Entdecker der Spaltung von Urankernen. Die anderen Männer waren Werner Heisenberg, Max von Laue, Karl Friedrich von Weizsäcker, Walter Gerlach, Kurt Diebner, Paul Hartek, Erich Backe, Karl Wirz und Horst Koschnick. Es waren die 10 wichtigsten Männer des Deutschen Uranvereins. Hallo und willkommen zu diesem Video, dem zweiten Teil meiner kleinen Serie über die Versuchsstelle Gotto. Heute geht es um die Geschichte des Deutschen Uranvereins.
Über das deutsche Uranprojekt gibt es jede Menge Bücher, Aufsätze, Essays, Internetseiten mit unzähligen Informationen und natürlich auch Wertungen. Deshalb habe ich versucht, die umfangreichen Informationen zu diesem Thema möglichst breit aufzubereiten, ohne mich jedoch in allzu viele Details zu verlieren und auch ohne allzu sehr ins Technische abzugleiten. Möglicherweise habe ich einige Sachverhalte so beschrieben, dass sie im Widerspruch zu anderen stehen. Das ist dann mein Fehler. Aber allzu viele sollte es davon nicht geben. Viel zu sehen gibt es nicht, aber es gibt eine Menge zu hören. Holt euch also ein Getränk eurer Wahl und macht es euch bequem. Im Herbst 1938 experimentierte der Direktor des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Chemie, Otto Hahn, mit seinem Assistenten Fritz Strassmann mit sogenannten Transuranen. Am 17. Dezember 1938 gelang den beiden das entscheidende Experiment, die sogenannte Radium-Barium-Mesothorium-Fraktionierung. Otto Hahn nannte es das Zerplatzen von Atomkernen. Dabei wurde das Uran langsamen Neutronen ausgesetzt und wider Erwarten waren diese langsamen Neutronen in der Lage, das schwere Metall Uran zu spalten und in aus leichteren Elementen bestehende Bruchstücke zu zerlegen. Gleichfalls sagten die beiden voraus, dass dabei auch zusätzliche Neutronen entstehen, die wiederum andere Urankerne spalten können. Hahn war sich aber seiner Entdeckung durchaus nicht sicher, so dass er seine im erzwungenen Exil befindliche Freundin und Kollegin Lise Meitner informierte und um ihre Einschätzung bat. Diese berechnete die chemische Entdeckung und bestätigte diese. Erst dann veröffentlichte Otto Hahn am 6. und 10. Januar 1939 in der Zeitschrift Die Naturwissenschaften die Entdeckung. Dies war somit der unwiderlegbare Beweis für die Uranspaltung. Allerdings kam diese Entdeckung nicht aus dem Nichts. Er konnte dabei auf Vorarbeiten des Italieners Enrico Fermi sowie Irene Joliot-Curie und Paul Savitsch zurückgreifen. Für diese Entdeckung wurde ihm 1944 der Nobelpreis verliehen, den er 1946 entgegennehmen konnte. Kleiner Fun Fact: Er hat für die Entdeckung eines physikalischen Prozesses den Nobelpreis für Chemie bekommen, weil zum damaligen Zeitpunkt nur die Chemie genau genug war, dies nachzuweisen. Die Voraussage von Hahn und Strassmann, dass bei der Spaltung von Uran zusätzliche Neutronen entstehen, wurde durch französische Physiker des Collège de France 4 Monate später bewiesen. Bei der Spaltung entstehen durchschnittlich 3,3 zusätzliche Neutronen. Dies bewies schließlich die Möglichkeit, die Energie von Atomen mit Hilfe einer Kettenreaktion freizusetzen. Ein Prozess, der wie eine Lawine wächst und in Sekundenbruchteilen zur Aufspaltung der gesamten daran beteiligten Uranmasse und zur Freisetzung gewaltiger Energie führt. Die atomare Kettenreaktion. Dies wurde in der Zeitung Nature am 22. April 1939 veröffentlicht. Bereits am 29. April fand im deutschen Bildungsministerium eine Konferenz statt. Unter Leitung von Abraham Esau wurde über den derzeitigen technischen Stand der Kernforschung im In- und Ausland berichtet. Es wurde beschlossen, einen sogenannten Uranofen zu schaffen, die Kontrolle über die Uranquellen und Reserven in Deutschland zu übernehmen und die besten Kernphysiker zu vereinen. Es war das erste Treffen des Uranvereins. Etwa zeitgleich schickten der Hamburger Physiker Paul Hartek und sein Assistent Groth einen Brief an das Oberkommando der Wehrmacht. Darin heißt es: Wir haben die Initiative ergriffen, um Ihre Aufmerksamkeit auf die neuesten Entwicklungen in der Kernphysik zu lenken. Unserer Meinung nach eröffnen Sie aller Wahrscheinlichkeit nach Möglichkeiten für die Herstellung eines Sprengstoffs, der in seiner zerstörerischen Kraft herkömmliche Sprengstoffe um viele Größenordnungen übertreffen wird. Auf diesen Brief erhielten die Physiker keine Antwort.
Allerdings wurde das Schreiben an den Chef des Heereswaffenamtes, General der Artillerie Karl Becker, gegeben. Dieser leitete es an den Chef der Forschungsabteilung Erich Schumann, der seinerseits das Schreiben an seinen Sprengstoffexperten weitergab. Das war Kurt Diebner. Kurt Diebner war 34 Jahre alt, hatte 1931 den Doktor in Physik verteidigt und war seit 1934 bei WAF, also der Forschungsabteilung des Waffenamtes. Er arbeitete an Sprengstoffen und forschte auch zusammen mit Berkay an der Hohlladung. Diebner hatte zu dieser Zeit einen Kurs für Kernphysik an der Uni Halle gelesen. Er war sich der Möglichkeiten bewusst und er nutzte sie. Am 15.06.1939 wurde im Heereswaffenamt das Referat für Atomphysik eingerichtet. Leiter war Erich Schumann. Referat 1a führte Kurt Diebner, Referat 1b Walter Trinks. Personallautstärke waren je 10 Mitarbeiter. In Gottow wurden Arbeitsmöglichkeiten geschaffen, eine Experimentalstation und zwei Häuser in der ersten Reihe. Allerdings reagierten die Militärs durchaus nicht so enthusiastisch, wie man meinen könnte. Deutschland bereitete sich auf den Krieg vor und viele Leute wussten mit der Atomkraft nichts anzufangen. Selbst sein Vorgesetzter Erich Schumann fragte ihn wiederholt, wann werden Sie endlich Ihren atomaren Unsinn beenden? Aber auch die Briten blieben nicht untätig. Auch sie erkannten das Potenzial der atomaren Kettenreaktion und nur 4 Tage nach Veröffentlichung in der Zeitung Nature sandte der Vorsitzende des Luftverteidigungsausschusses, Sir Henry Tizer, einen Brief an das Finanz- und Außenministerium und empfahl, dringend vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen und zu verhindern, dass die Deutschen nennenswerte Mengen an Uran erhalten. Die größten Mengen an Uran gab es zu dieser Zeit in Belgien, wo es Fabriken zur Gewinnung von Radium aus Uranerz gab. Das Uranerz wiederum kam aus der belgischen Kolonie Kongo. Tizer reiste nach Belgien, konnte den Belgiern aber nicht abbringen, an Deutschland kein Uran zu verkaufen. Auch Winston Churchill befasste sich mit dieser Frage, kam aber zu dem Schluss, die atomare Bedrohung durch Deutschland als Bluff zu betrachten. Nur zur Erinnerung, wir sind im Jahr 1939, der Krieg war noch nicht ausgebrochen. Zurück nach Deutschland. Diebner behauptete sich gegenüber den Militärs, auch Schumann redete dann nicht mehr vom atomaren Unsinn. Die Entscheidung der Militärs, doch an der Uranforschung oder Atomforschung festzuhalten, wurde auch von der Tatsache beeinflusst, dass die Gruppe um Abraham Esau einen Forschungsauftrag vom Bildungsministerium erhielt. Und so kam es, dass mit dem Ausbruch des Krieges alleine Deutschland eine militärische Einrichtung zur Untersuchung der Atomenergie für militärische Zwecke hatte. Somit gab es 2 Gruppen in Deutschland, die sich der Atomforschung widmeten. Eine zivile unter Führung von Esau und eine militärische mit Diebner an der Spitze. Und gleichzeitig begann ein Tauziehen der beiden Gruppen um die in Deutschland äußerst knappen Uranvorräte. Gewonnen hat bei diesem Tauziehen zunächst die Diebner-Gruppe. Diebner begann, seine Truppe zusammenzustellen. Erich Backe, Bothe, Geiger, Hoffmann, Flücke und auch Otto Hahn. Dieser lehnte aber dankend ab und hatte auch später mit der eigentlichen praktischen Forschung nicht mehr viel zu tun. Ab diesem Zeitpunkt unterlag die Forschung an der Atomkraft der Geheimhaltung, von Hitler 1940 nochmal verschärft. Obwohl in den letzten Tagen des Friedens bekannt wurde, dass sich das Uranisotop 235 wahrscheinlich am leichtesten spalten ließ, war dies nicht sicher. Also musste dies experimentell geklärt werden und beauftragt wurde der Initiator der Militärgruppe, der Hamburger Paul Hartek. Er hatte mit der Isotopentrennung einfach die größte Erfahrung. Unterdessen konnte durch Erich Backe auch der theoretische Physiker Werner Heisenberg überzeugt werden, sich der Gruppe um das Heereswaffenamt anzuschließen. Heisenberg wollte aber eigenständig forschen und ging mit Backe zunächst nach Leipzig.
Sie widmeten sich der Möglichkeit, eine gesteuerte Kettenreaktion herbeizuführen. Zur gleichen Zeit wurde das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin, Dahlem, dem Heereswaffenamt unterstellt, um unter diesem Dach die Arbeit an der Atomforschung zu bündeln. Zu diesem Zeitpunkt wurde außer in Berlin noch in Leipzig, München, Wien, Hamburg, Göttingen und Heidelberg geforscht. Später, nach dem Westfeldzug, kam noch Paris dazu. Viele junge Physiker erklärten sich zur Zusammenarbeit mit dem Heereswaffenamt bereit, um sich somit vor dem Wehrdienst zu schützen. Beispielsweise auch Erich Bagge und Karl Friedrich von Weizsäcker. Die Berliner Auerwerke wurden mit der Herstellung von mehreren Tonnen Uranoxid beauftragt. Sie waren eines der diesbezüglich führenden Unternehmen in Deutschland, verfügten bei Kriegsbeginn aber nur über einige hundert Kilogramm Uranoxidstaub. Das Labor der Auerwerke wurde von Dr. Nikolaus Riehl geleitet, welcher seine Karriere unter Otto Hahn begann. Innerhalb weniger Monate errichtete er in Oranienburg bei Berlin eine Produktionsanlage für Uranoxid mit einer monatlichen Kapazität von einer Tonne. Allerdings hatte das dort produzierte Uranoxid unverhältnismäßig viel des Elements Bor, welches als Neutronenfänger galt. Die Reinigung war nicht einfach und so konnte erst Anfang 1940 die erste Tonne Uran ausgeliefert werden. Was machte eigentlich die zivile Forschungsgruppe unter Abraham Esel? Kurz gesagt, nicht viel. Die notwendige Unterstützung wurde ihm entzogen, die Physiker gingen und auch sein vorhandenes Uranoxid musste er abgeben. Diese Gruppe spielte somit keine praktische Rolle mehr. Bei der Überlegung, eine gesteuerte Kettenreaktion zu erzeugen, war klar, dass die bei der Kernspaltung frei werdenden zusätzlichen Neutronen irgendwie verlangsamt und gesteuert werden mussten. Dazu war zum einen ein als Moderator bezeichneter Stoff oder eine Masse notwendig, zum anderen war nicht bekannt, welche Anordnung des Urans am besten geeignet ist. Heisenberg beispielsweise schlug vor, das Uran mit einem Moderator zu vermengen und als eine Art formbare Masse zu verwenden. Hartegg wiederum schlug vor, das Uran in Schichten mit dem Moderator abzuwechseln. Heisenberg entschied sich dann für das Schichtenmodell. Die weitere Frage war der Moderator. Als geeignet wurden Graphit und schweres Wasser, Deuterium genannt, angesehen. Walter Bothe wurde damit beauftragt, Graphit als Moderator zu untersuchen und er führte dazu Experimente durch. Er stellte dabei fest, dass Graphit völlig ungeeignet ist. Später wurde dann allerdings festgestellt, dass seine Graphitproben stark verunreinigt waren mit Bor, sodass die Neutronen nicht nur verlangsamt, sondern völlig gebremst wurden. Seltsamerweise wurde dieses leicht durchzuführende Experiment nicht wiederholt. Etwas später wurde Graphit durch einen anderen Physiker auf eigene Faust erneut getestet und das Ergebnis zeigte, dass Graphit doch geeignet gewesen wäre. Diese Meldung wurde jedoch ignoriert. Es war eine von vielen merkwürdigen Fehlentscheidungen im deutschen Uranprojekt. Kleiner Einschub: Die amerikanische Atomforschung verwendete von Beginn an hochreines Graphit. Also blieb schweres Wasser übrig, von dem Heisenberg in Leipzig nachgewiesen hat, dass es funktioniert. Der bereits mehrfach erwähnte Hartegg hat aber ebenfalls damit schon gute Erfahrungen gemacht. Er wusste auch, dass es nur schwer zu gewinnen war. Der einzige Hersteller von nennenswerten Mengen schweren Wassers in der Welt war die Norsk Hydro ASA in Norwegen mit ihrem Wasserkraftwerk Rjukan in Südnorwegen. Kleiner technischer Exkurs an dieser Stelle. Schweres Wasser wird durch Elektrolyse gewonnen. Bei einfacher Elektrolyse werden für 1 Liter Deuterium 100.000 Liter normales, also leichtes Wasser benötigt. Deshalb werden mehrere Elektrolysestufen hintereinander geschaltet. In Rjukan waren zu dem Zeitpunkt 9 Stufen.
Schweres Wasser ist durch die zusätzlichen Atome übrigens tatsächlich geringfügig schwerer als normales H2O. Monatlich wurde in Ryokan etwa 10 Kilo schweres Wasser produziert. Dafür produzierten Gleichstrom-Wasserkraftgeneratoren Strom mit einer Leistung von 120.000 Kilowatt. In Deutschland gab es zu diesem Zeitpunkt eine Anlage mit 8.000 Kilowatt. Wir sehen, warum die norwegische Anlage in den deutschen Plänen eine so große Rolle spielte. Kurt Diebner wurde zum Beauftragten für die Organisierung des schweren Wassers ernannt. Er wurde gleichfalls als kommissarischer Leiter für das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik ernannt, musste diesen Posten aber 1942 räumen, als Heisenberg zum Direktor des Instituts ernannt wurde. Die Ernennung Diebners als kommissarischer Leiter war der Beginn eines Wettbewerbs zwischen den Physikern Diebners und den Physikern Heisenbergs, der den gesamten Krieg dauerte und letztendlich die deutsche Kernphysik erheblich schwächte. Im Juli 1940 wurde ein Holzhaus auf dem Physikalischen Institut in Dahlem gebaut. Hier befand sich der erste unterkritische Kernreaktor in Deutschland. Um ungebetene Besucher festzuhalten oder fernzuhalten, wurde das Gebäude Virushaus genannt. Für alle beteiligten Kernphysiker war klar, dass als erster Schritt, bevor man überhaupt von einer Bombe sprechen kann, ein Atomreaktor gebaut werden musste. Nach Berechnungen wurde als erstes von einer Menge von 1200 Uran, also 1200 Tonnen Uran und 320 Kilo schwerem Wasser ausgegangen, um einen Reaktor zum Laufen zu bringen. Unterdessen haben auch französische Kernphysiker unter der Führung von Frédéric Joliot ähnliche Schlüsse wie die Deutschen gezogen. Sie traten insgeheim mit der norwegischen Firma Norsk Hydro in Verbindung und erreichten, dass die Firma die kompletten Vorräte an schwerem Wasser den Franzosen sogar unentgeltlich zur Verfügung stellte. Die Deutschen erhielten eine freundliche Absage, das Wasser wurde nach Frankreich gebracht. In Deutschland begann das Rennen um das wenige Uran. Hartegg wollte in Hamburg 300 Kilo haben, um mit Trockeneis als Moderator zu arbeiten. Eine geniale Idee, wenn sie denn verwirklicht worden wäre. Heisenberg brauchte dringend eine Tonne Uran von Diebner. Die beiden waren sich bekanntlich nicht grün. Diebner antwortete, dass Heisenberg nur 600 Kilo haben könne. Die restlichen solle er sich von Hartegg geben lassen. Aber Hartegg bekam überhaupt kein Uran, da die Auerwerke nun doch nicht mehr so viel herstellen konnten. Irgendwie schaffte er es, also Hartegg, immerhin 185 Kilo zu besorgen, wusste aber schon vor dem Experiment, dass eine Kettenreaktion nicht möglich war. Und so war es auch. Das Experiment scheiterte. Nicht Zugriff auf Uran, aber immerhin Zugriff auf das schwere Wasser bekamen die deutschen Forscher mit dem deutschen Überfall auf Norwegen und dem Zugriff auf die Schwerwasseranlage in Ryokan. Einigermaßen geschockt waren sie aber, als sie feststellen mussten, dass kein schweres Wasser mehr da war. Das war ja schon in Frankreich. Die Deutschen waren alarmiert, denn sie wussten sehr gut, wozu das Wasser dienen sollte. Kurz vor der Einführung der amerikanischen Zensur im Juli 1940 wurde dort noch von der Entdeckung eines neuen Transurans berichtet, heute bekannt als Plutonium, welches ebenso gut spaltbar war wie das Uran-235. Die Briten waren entsetzt und die Deutschen nahmen es zur Kenntnis, verstanden aber zu spät die Tragweite dieser Entdeckung. Weizsäcker meldete zwar 1941 ein Patent für eine Plutoniumbombe an, praktisch getestet und geforscht wurde aber nicht. Auch das Uranproblem änderte sich nach dem Westfeldzug. In Belgien und Frankreich bekamen sie Zugriff auf hunderte Tonnen Uran. Normales Uran erhielt aber nur 0,7% des so wichtigen Isotops Uran-235 und musste demzufolge mit dem Isotop angereichert werden. Nunmehr wurde mit der Arbeit begonnen, geeignete Methoden zur Anreicherung zu entwickeln. Im Oktober 1940 wurden auf einer Tagung mehrere Möglichkeiten zur Anreicherung vorgestellt, unter anderem durch Zentrifugen.
Es waren aber noch viele technische Schwierigkeiten bis zur Lösung zu überwinden. In Deutschland tauchte zu diesem Zeitpunkt eine neue Figur im Atomspiel auf, der Ingenieur Baron Manfred von Ardenne. Auch er wollte in die Atomforschung einsteigen und auf der Suche nach Geldgebern kam er mit dem Reichspostministerium in Kontakt. Er konnte den Postminister für seine Sache begeistern und dieser ersuchte und bekam einen dringenden Termin bei Hitler. Dieser, nach dem erfolgreichen Westfeldzug euphorisch, nahm ihn aber nicht ernst. Gedemütigt kam der Postminister zurück, gab aber nicht auf und so entstand neben den beiden Gruppen um Diebner und Heisenberg eine dritte um von Ardenne in seinem Labor in Berlin-Lichterfelde. Immerhin erwähnte von Ardenne zum ersten Mal die Möglichkeit, mit Hilfe von Uranreaktoren Schiffe anzutreiben. Im Dezember 1940 begannen die Arbeiten in Heisenbergs Virushaus. Im hinteren Bereich war ein 2 Meter tiefes, mit Ziegeln verkleidetes Wasserbecken, darüber ein kleiner Portalkran. Im Becken befand sich ein Aluminiumzylinder mit dem Durchmesser von 1,40 Meter und gleicher Höhe. Ja, was sollten sie machen, die Herren Kernphysiker? Das Moderatormaterial fehlte. Graphit glaubten sie nicht verwenden zu können. Schweres Wasser gab es nicht in nennenswerten Mengen, also probierten sie Paraffin. Berechnungen zeigten, dass sich selbst bei Paraffin die Neutronen vermehren sollten. Sie verwendeten Uranoxidplatten, abwechselnd mit Paraffin. Eine Beryllium-Radium-Neutronenquelle wurde eingeführt, aber die Ergebnisse waren niederschmetternd. Nicht nur, dass keine Neutronenvermehrung stattfand, auch die Neutronen der Quelle wurden verschluckt. Ein etwas später wiederholter Versuch mit 6,8 Tonnen Uranoxid in abwechselnden Schichten in den Aluminiumkörper gepackt, aber auch hier das gleiche negative Ergebnis. Die Versuche wurden unter Leitung von Heisenberg durchgeführt. In seinem Labor in Leipzig wurden ebenfalls Experimente gemacht. Uran und Paraffin wurden in kleinere Aluminiumkugeln gepackt in aufwendiger Anordnung, aber auch hier war das Resultat nicht ermutigend. Heisenberg musste eingestehen, dass seine Ideen bisher nicht erfolgreich waren. Aber aufgeben war auch keine Option. Sie hofften auf das schwere Wasser aus Ryokan. Nun entschied man sich, nicht mehr Uranoxid zu verwenden, sondern es mit hochreinem Uranmetall zu versuchen. Dieses zu gewinnen, dazu wurde die Degussa beauftragt. Die Degussa verwendete ein kompliziertes Reinigungsverfahren, durch welches in dem eigentlich hochreinen Metall noch mehr Verunreinigungen waren als vorher im Uranoxid. Es gab auch in Deutschland bereits bessere Methoden, die wurden jedoch von der Degussa ignoriert. Im Frühjahr 1941 standen die deutschen Atomphysiker vor einer Krise. Alle bisherigen Experimente schlugen fehl, obwohl die theoretischen Berechnungen immer wieder ein Funktionieren versprachen. Kleiner Einschub von mir. Es wurde immer nur das prinzipielle Funktionieren berechnet. Heisenberg gab nach dem Krieg zu, dass die kritische Masse, also die tatsächlich benötigte Menge Uran für eine Bombe, nie berechnet worden war. Jedenfalls von den Deutschen nicht. Stellvertretend schrieb Paul Hartek an das Oberkommando der Wehrmacht und forderte, dass 2 Aufgaben gelöst werden müssten. Erstens Produktion von schwerem Wasser. Zweitens, Trennung von Uranisotopen. Zur Lösung der Frage des schweren Wassers besuchten Hartek und Wirz im Mai 1941 Norwegen und trafen sich mit dem verantwortlichen Chefingenieur. Die erhaltenen Informationen bezüglich einer möglichen Produktionssteigerung stellten die Deutschen zufrieden. Sie glaubten, dieses Problem gelöst zu haben. Sie unterzeichneten eine Vereinbarung mit den Norwegern, 1500 Kilogramm schweres Wasser zu liefern. In Leipzig wurde jetzt der erste Versuch mit Schwerwasser vorbereitet. In einem Aluminiumkessel von 75 cm Durchmesser
wurden 142 Kilogramm Uranoxid, reines Metall war noch nicht vorhanden, und 164 Kilogramm schweres Wasser verwendet. Das Uran war in zwei Schichten angeordnet. Wieder gab es keinen Anstieg der Neutronenanzahl. Die Versuche wurden verfeinert und endlich erkannten die Wissenschaftler, auf dem richtigen Weg zu sein. Später erinnert sich Heisenberg über diese Zeit. Im September 1941 sahen wir den Weg, der sich vor uns öffnete und uns zur Atombombe führte. Gleichzeitig begannen unter den Physikern erhitzte Debatten um das moralische Dilemma, welches sie mit der Atombombe verbanden. Ende Oktober besuchte Heisenberg den großen dänischen Kernphysiker Niels Bohr in Kopenhagen und fragte ihn, ob ein Physiker das moralische Recht habe, in Kriegszeiten an der Schaffung der Atombombe zu arbeiten. Bohr antwortete mit einer Gegenfrage. Bedeutet seine Frage, dass Heisenberg, da er daran interessiert war, nicht an den praktischen Möglichkeiten zweifelte, die Spaltung des Atoms für militärische Zwecke zu nutzen? Heisenberg antwortete, dass er nun davon überzeugt sei. Bohr entgegnete ausweichend, dass militärische Forschung für Physiker unvermeidlich sei. Er war nach diesem Gespräch aber davon überzeugt, dass Deutschland kurz vor dem Bau einer Atombombe stand. Im November trat eine Kommission zusammen, die beschlossen, eine vom Physiker Backe entwickelte Isotopenzentrifuge bauen zu lassen. Hartecks Assistent Grote wurde damit beauftragt. Theoretisch hätte damit eine Konzentration von Uran-235 auf 7% oder etwas mehr erreichen lassen. Weiter wurde beschlossen, Beschaffung von 5 Tonnen Deuterium, also schwerem Wasser, Beschaffung von 5 bis 10 Tonnen Uranmetall, weitere Durchführung von Zwischenversuchen und Bau einer geeigneten Anlage. Gleichzeitig wurde unter den von Hitler angeordneten Maßnahmen zur Steigerung der Produktion unter Kriegsbedingungen eine Verlagerung des Uranprojektes vom Oberkommando der Wehrmacht zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft veranlasst. Das Kaiser-Wilhelm-Institut wurde vom Bildungsministerium unter Bernhard Rust geführt. Verantwortlich für das Projekt wurde der uns schon bekannte Abraham Esau. Allerdings wurde diese Übertragung nur teilweise durchgeführt. Kurt Diebner sorgte dafür, dass eine Gruppe weiterhin dem Waffenamt unterstellt blieb. Und erneut wurde das Uranprojekt in einen militärischen Zweig unter Diebner und in einen zivilen unter Heisenberg gespalten. Allerdings wurde im Verlaufe dann auch Diebner als kommissarischer Leiter des Physikinstitutes der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft abgelöst und durch Heisenberg ersetzt, welcher ordentlicher Direktor wurde. Und dann geschah etwas sehr Merkwürdiges. Am 26. Februar 1942 waren zwei Konferenzen geplant. Eine Konferenz sollte der Informierung der höchsten politischen und militärischen Vertreter dienen. Auf dieser Konferenz sollten Schumann, Otto Hahn, Heisenberg, Hartegg und viele andere sprechen. Sie sollten das Atomprojekt auch für Nicht-Physiker erklären. Am gleichen Tag fand etwas später die zweite Konferenz statt, zu der waren die führenden Kernphysiker des Deutschen Reiches geladen. Die Tagesordnung war entsprechend fachbezogen und die Vortragstitel eher abstrakt für Außenstehende. Die Sekretärin des Kaiser-Wilhelm-Institutes verwechselte nun die Tagesordnungen und schickte die Tagesordnung für die wissenschaftliche Konferenz an die Teilnehmer der informativen Konferenz, zu der unter anderem Himmler, Göring, Keitel, Speer, Rheder, Bormann und weitere Größen geladen waren. Die Folge war, dass praktisch alle Geladenen absagten oder zweitrangige Vertreter schickten. Heisenberg hielt auf dieser Konferenz einen bedeutsamen, klaren Vortrag. Die theoretischen Grundlagen für die Energiegewinnung aus der Uranspaltung.
Heisenberg stellte hier in aller Klarheit die theoretischen und auch praktischen Möglichkeiten der Kernkraft vor. Die wissenschaftliche Konferenz hingegen war ein großer Erfolg und trug bis zu einem gewissen Grad zur Beseitigung von Unklarheiten und zur besseren Organisation bei. Wie allerdings die Unterstützung der Atomforschung ausgesehen hätte, wenn die geladenen politischen und militärischen Führer auch anwesend gewesen wären, darüber kann man nur noch spekulieren. Mittlerweile wurden in Ryokan 140 Kilogramm schweres Wasser pro Monat erzeugt. Das reichte aber immer noch nicht, deshalb wurde beschlossen, auch in Deutschland nennenswerte Mengen zu produzieren. Beauftragt wurde damit die IG Farben. Bis Ende 1942 lieferte die Digussa insgesamt 3,5 Tonnen Uranmetallpulver an die Auerwerke. Mit eben diesem Pulver geschah im Juni 1942 ein schwerwiegender Unfall. Reines Uranmetallpulver ist sehr leicht entzündbar. Als in Leipzig bei der Nachbereitung des Versuches L4 ein Techniker Wasser aus der Aluminiumkugel abließ, gab es einen dumpfen Knall und eine Stichflamme war zu sehen. Der Physiker Döpel und der Techniker versuchten noch, den Brand zu löschen, was auch scheinbar gelang. In der Kugel brennt es aber weiter, die Kugel zerspringt und 6 Meter hohe Flammen schlagen an die Labordecke. Die Feuerwehr benötigt 2 Tage, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Immerhin zeigte aber der bereits durchgeführte Versuch L4 erstmalig eindeutig eine Neutronenvermehrung. Dies war dann aber auch der letzte Versuch in Leipzig. Sämtliche Materialien wurden nach Berlin gebracht. Im Juni gab es erneut eine Konferenz, an der auch der Feldmarschall Milch und Albert Speer teilnahmen. Speer berichtete dann am 23.06.1942 an Hitler, unter anderem auch über das Atomprojekt. Er hielt in seinem Tagebuch fest, kurz an den Führer über das Treffen über die Spaltung von Atom und die geleistete Hilfe berichtet. Dieser Satz ist der einzige dokumentarische Beweis, dass Hitler von der Existenz des Deutschen Uranvereins gehört hat. Ebenfalls im Juni wurde die gesamte Wissenschaft auf den Krieg umgestellt. Die zivile Leitung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft musste gehen. Die Leitung übernahm Hermann Göring. Ein Präsidialrat wurde gebildet, dem verschiedene Militärs, Politiker, unter anderem Himmler angehörten, aber kein Wissenschaftler. Zu diesem Zeitpunkt ging Liebner nach Gottow und begann den Versuch G1 vorzubereiten, über welchen er im November 1942 berichtete. Die Gottower Versuche stelle ich aber detailliert im nächsten Video vor, deshalb hier nur dokumentarische Erwähnung. Weiter kristallisierte sich immer mehr die Gegnerschaft zwischen Heisenberg und Diebner heraus. Diebner wurde als Wissenschaftler von der Gruppe um Heisenberg und Hartek nicht ernst genommen. Und tatsächlich war er auch kein guter Theoretiker. Aber er war ein guter Praktiker und Experimentator, was er dann auch unter Beweis stellen sollte. In Görings Archiven fanden sich Einschätzungen zu beiden Personen. Diebner wird zum Beispiel als eine Person bezeichnet, die nicht mal über den Rahmen einer typisch technischen Ausbildung hinausgehen kann. Eine Person, die es schafft, ihr Prestige aufrechtzuerhalten, die sich nur auf das Gesetz zur Wahrung von Staatsgeheimnissen stützt. Allerdings kommt Heisenberg kaum besser weg. Er wurde der Haupttheoretiker genannt, der bereits 1939 den dänischen Halbjuden Niels Bohr preist und ihn als großes Genie betrachtet. In einem Artikel der SS-Zeitschrift Das Schwarze Korps wurde Heisenberg 1937 als weißer Jude und Ossietzky der Physik bezeichnet. In der Folge, insbesondere bei der Ernennung zum Direktor des KWI-Physikinstitutes, wurde Heisenberg nochmals scharf geprüft. Himmler sprach ihm allerdings sein Vertrauen aus, weitere Angriffe unterblieben. Im Oktober 1942 gab es den ersten englischen Versuch, die Schwerwasseranlage in Ryokan zu zerstören. 34 Fallschirmjäger sollten auf 2 Lastenseglern abgesetzt werden. Das Vorhaben scheiterte,
Alle Beteiligten kamen bei der Landung der Segler um oder wurden festgenommen und dann erschossen. Gleichzeitig liefen auch in Berlin die Versuche weiter, natürlich im von Heisenberg bevorzugten Schichtenmodell. Es wurden 3 Versuche verschiedener Schichten ausprobiert, 19, 12 und 7 Schichten, aber je mehr Schichten eingesetzt wurden, umso schlechter waren die Ergebnisse. Und kein Ergebnis kam an den Leipziger Versuch heran. In Auswertung des Unfalls in Leipzig wurde nun darüber diskutiert, wie das Uran vor dem Wasser geschützt werden kann. Es wurde über Vergoldung, Verchromung oder Vernickelung der Schichten diskutiert, aber alles verworfen. Im Ergebnis wurde weiter auf den direkten Kontakt des Urans mit schwerem Wasser gesetzt. Erst später hatte Deutschland hierfür eine Lösung. Am 2.12.1942 erreichte Enrico Fermi in den USA die erste von Menschen eingeleitete atomare Kettenreaktion. Sie dauerte 28 Minuten und wurde dann beendet. Während die Amerikaner nun die deutschen Atomforscher eindeutig überholt hatten, begann die Wehrmacht, Anforderungen an die Atomphysiker zu stellen. So sollten für die Marine, die von Kernreaktoren auf U-Booten träumte, die Eigenschaften des Urans und seine Korrosionsfestigkeit in erhitztem Wasser untersucht werden. Die Flieger wollten einen Ersatz für Radium, welches als Leuchtmittel für Skalen in Flugzeugen verwendet wurde. Ärzte wollten radioaktive Isotope, um die Folgen von Bestrahlung zu untersuchen. Und auch die Gruppe um Ardenne wurde tätig. Sie schlossen einen Vertrag mit dem Raketenstandort Peenemünde, um die Möglichkeiten des Einsatzes von Atomzerfall und Kettenreaktionen zur Aktivierung von Raketen zu untersuchen. Die Anzahl der Aufgaben wuchs ständig, was die eigentliche Hauptforschung behinderte. Nur die Diebner-Gruppe konnte sich davon befreien. Ende Februar 1943 war der zweite Versuch, die Schwerwasseranlage in Ryukan zu sabotieren, erfolgreich. 6 Fallschirmjäger landeten in der Nähe der Anlage, trafen dort auf 2 Norweger, die bereits seit 4 Monaten die Anlage überwachten und drangen in die Anlage ein. Das schwere Wasser wurde abgelassen, die Elektrolyseanlagen gesprengt. Etwa 1 Tonne schweres Wasser war verloren, die Arbeit der deutschen Wissenschaftler um mehrere Monate zurückgeworfen. Die beiden Sabotageversuche sind übrigens sehr spannend und wirklich interessant. Wenn ihr wollt, mache ich dazu auch mal ein Video. Schreibt es mal in die Kommentare. Im Frühjahr 1943 gab das Oberkommando der Wehrmacht die Uranforschung komplett auf. Die Diebner-Gruppe wurde Abraham Esau unterstellt, durfte aber in Gotto bleiben und dort weiter forschen. Selbst die Finanzierung für das Jahr 1943 wurde seitens der Wehrmacht gestrichen. Allerdings wurde durch Görings Präsidialrat die weitere Finanzierung übernommen. Die bereits mehrfach erwähnte Zentrifugierung, also Konzentration, des Uranisotops 235 wurde erstmals am 2. März in Hamburg getestet und ergab sofort eine Anreicherung von 7%, also das, was theoretisch für möglich erachtet wurde. Im Juli 1943 gab es in Gotto den zweiten Versuch. Dieser erwies sich als der bisher beste auf deutschem Boden und übertraf auch den Leipziger Versuch signifikant. Heisenberg reagierte freundlich ausgedrückt, sehr zurückhaltend auf die Gottower Ergebnisse. Er beschrieb den zweiten Versuch wie folgt. Eine etwas verbesserte Version des Leipziger Reaktors, die ähnliche Ergebnisse zeigte. Er ging dabei allerdings nicht mal auf den wesentlichen Aufbauunterschied ein, Diebnersches Würfelmodell zu Heisenbergs Schichtenmodell. Weiterhin bekräftigte Heisenberg seine Ansicht, dass bei kritischen Bedingungen im Reaktor automatisch ein thermisches Gleichgewicht herrscht. Tschernobyl hat bewiesen, dass Heisenberg auch hier irrte. In Berlin und Heidelberg wurden nun weitere Versuche vorbereitet. Heisenberg setzte dabei auf sein Schichtenmodell.
In Berlin-Dahlem wurde in der Zwischenzeit ein wesentlich größerer Versuchsbunker als das alte Virushaus gebaut. Allerdings führten die zunehmenden Bombardierungen deutscher Städte dazu, dass die Wissenschaftler Berlin verlassen mussten und in den Süden gingen. Das Physikinstitut wurde nach Heisingen verlegt, Heisenberg blieb allerdings in Berlin. Mittlerweile wurde auf einer Konferenz Mitte Oktober deutlich, dass das Würfelmodell auch von anderen Wissenschaftlern favorisiert wurde. Der einzige, der weiter auf das Schichtenmodell setzte, war Heisenberg. Und weil er darauf beharrte, konnte er seine Versuche nicht fortsetzen, weil zu diesem Zeitpunkt keine Platten aus Uranmetall hergestellt werden konnten. Nur zur Erinnerung, Heisenberg arbeitete in Berlin mit Uranmetall und schwerem Wasser, Diebner musste Uranoxid verwenden und hatte trotzdem bessere Ergebnisse. Diebner hingegen startete den Versuch G3A in Gottow, wieder mit besseren Ergebnissen hinsichtlich der Neutronenvermehrung als die Berliner Versuche. Am 16. November wurde die Schwerwasseranlage in Ryukan von der amerikanischen Third Air Division bombardiert. Die Stromerzeugung wurde irreparabel beschädigt. Ryukan konnte kein schweres Wasser mehr erzeugen. Daraufhin wurde der Abbau der Anlage befohlen und die IG Farben sollten die Produktion übernehmen. Allerdings gab es in Deutschland weder ausreichende Wasserkraft noch billige Energie. Nach Berechnungen der IG Farben würde der Aufbau der Anlage 25 Millionen Reichsmark kosten. 10.800 Tonnen Stahl, 600 Tonnen Speziallegierungen, mehrere hundert Tonnen Nickel erfordern und man müsste stündlich 50 Tonnen Braunkohle zur Stromerzeugung verfeuern. Zu allem Überfluss wurde auch noch bei einer Bombardierung von Berlin die Uranzentrifuge zerstört. Dann brannten bei einem Nachtangriff in Frankfurt alle Degussa-Fabriken nieder. Uranmetall konnte so nicht mehr produziert werden. All dies musste Konsequenzen haben. Als erstes wurde Esau ausgetauscht. Statt seiner sollte Walter Gerlach kommen, doch dieser zögerte. Heisenberg und Hahn redeten ihm zu. Aber erst nachdem man ihm das Recht zusprach, über alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel selbst bestimmen zu dürfen, nahm er an und leitete die Sparte Physik und die Abteilung Kernphysik im Reichsforschungsrat und wurde somit oberster Leiter der gesamten Physikforschung in Deutschland. Am 1. Januar 1944 ging die Macht über die Atomforschung auf Walter Gerlach über und Kurt Diebner wurde sein Stellvertreter. Ende Februar sollte das letzte schwere Wasser von Ryukan nach Deutschland gebracht werden. Aber auch dieser Transport wurde von den Norwegern sabotiert. Eine Fähre mit Fässern wurde versenkt, aber immerhin ein Teil erreichte Deutschland. Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt begannen die Amerikaner, verstärkt Informationen über die in Deutschland tätigen Atomwissenschaftler zu sammeln. Die Alsos-Missionen liefen an. Im Frühjahr kam es zu heftigsten Bombenangriffen auf Berlin. Es gab wegen der massiven Zerstörungen die Befürchtung, seitens der Alliierten könnten kleine thermonukleare Bomben verwendet worden sein. Und tatsächlich wurde in den Ruinen mittels Geigerzählern nach Radioaktivität gesucht, natürlich vergeblich. In Deutschland wurde fieberhaft versucht, neue Quellen zur Produktion schweren Wassers zu finden. In Italien wurde in 2 Wasserkraftwerken produziert, aber nur mit einer Menge von wenigen 100 Litern pro Jahr. Zu wenig. Hartek entwickelte 4 Methoden zur Schwerwassergewinnung. Er begann, eine Schwerwasseranlage zu planen. Nach 2 Jahren sollte sie fertig sein. Gerlach gab die finanziellen Mittel dafür frei. Der Bau hatte aber Mitte 1944 keine Priorität mehr. In Berlin wurde im bereits angesprochenen 9 wesentlich größeren Bunker neue Versuche vorbereitet. Der Bunker wurde erst im Sommer fertig, die Versuche B6 und B7. Wieder mit Platten und wieder reichten die Ergebnisse nicht an die Gottower Versuche heran.
auch wenn Heisenberg anderes behauptete. Allerdings wurden für den Versuch B7 zum ersten Mal Graphit als Moderator verwendet. Die Uranplatten hatten ein Gewicht von 900 und 2100 Kilo, also für jeden Versuch. Der Kessel bestand aus einer Magnesiumlegierung. Die mehrmonatige Vorbereitung hatte die Atomforschung nicht einen Schritt weitergebracht und es waren die letzten Versuche in Berlin. Als neuer Ort für die Berliner Versuche wurde der schwäbische Ort Haigerloch festgelegt. Gerlach wollte einen Ort in einem schmalen Tal, welcher für Bomber nur schwer erreichbar war. Die neue Versuchsstelle wurde in einem alten Weinkeller gebaut. Auch die anderen Forschungsgruppen zogen allmählich nach Süddeutschland. Das Zentrifugenteam zog von Kiel nach Kandern bei Freiburg. Das Gottower Team hingegen blieb zunächst in Gottow. Dort wurde nichts bombardiert. Der Versuch G3B wurde fest durchgeführt in Gottow. Im Juli 1944 wurde Heisenberg von Görings Adjutant Bernd von Brauchitsch darüber informiert, dass nach Informationen, die durch die deutsche Botschaft in Lissabon gesammelt wurden, Deutschland ein Ziel der amerikanischen Atombombe war. Heisenberg glaubte aber nicht an einen so schnellen Erfolg der Amerikaner. Anfang Juli wurde die Gruppe Diebner von Gottow nach Stadt Ilm ausgelagert. Auch dort sollte ein Großversuch stattfinden. Zum ersten Mal sollten Hohlkugeln anstelle von Würfeln verwendet werden. Dieser Versuch wurde nie durchgeführt. Ende November wurde Straßburg von den Alliierten erobert. Und die Alsos-Leute, an der Spitze Samuel Abraham Goodsmith, nahmen die ersten Atomwissenschaftler fest. Von Weizsäcker konnte gerade noch so fliehen. Allerdings stellte sich auch heraus, dass die Geheimhaltungsmaßnahmen der deutschen Wissenschaftler offenbar ein Witz waren. Bereits am allerersten Ort, wo Atomforscher festgenommen wurden, konnten anhand der aufgefundenen Unterlagen noch unbekannte Mitarbeiter, aktuelle Standorte und auch Experimente identifiziert werden. Sämtliche Unterlagen, auch später gefundene, wurden sofort vor Ort ausgewertet und dann nach Washington verschickt, wo sie genauestens analysiert wurden. Wirtz von der Heisenberg-Gruppe bereitete in Berlin den Versuch B8 vor. Allerdings wurde die Ausrüstung dann am 1. Februar 1945 nach Stadt Ilm gebracht. Gerlach nahm an, dass dort bessere Gegebenheiten wären als in Haigerloch. Wirtz war darüber sehr aufgebracht und informierte Heisenberg, der zusammen mit von Weizsäcker von Haigerloch nach Stadt Ilm fuhr. Dort versuchte Heisenberg, Gerlach zu überzeugen, dass der Versuch in Haigerloch durchgeführt werden sollte. Also fuhren die drei dorthin. Wirtz bewachte derweil die Materialien, damit Diebner sie nicht für seinen Versuch verwenden konnte. Damit konnte er sicherstellen, dass, Zitat, die Materialien des Kaiser-Wilhelm-Institutes nicht in die Hände von in Stadt Ilm ansässigen Physikern fielen. Zitat Ende. Kleiner Einschub von mir. Ich finde, dieses später geäußerte Zitat von Wirtz sagt eigentlich alles über den Zustand der Atomforschung in Deutschland und die Rivalität zwischen den Gruppen Heisenberg und Diebner aus. Ende Februar kam die Gruppe mit 1,5 Tonnen Uran, 1,5 Tonnen schwerem Wasser und 10 Tonnen Graphit in Haigerloch an. Immerhin verwendete Heisenberg nun die Würfelanordnung von Diebner. Der Versuch wurde durchgeführt, eine Neutronenvermehrung konnte gemessen werden, die Anordnung wurde aber nicht kritisch. Allerdings zeigte dieser allerletzte Versuch eine Neutronenvermehrung, die alle vorherigen deutschen Experimente bei weitem übertraf. Spätere Berechnungen ergaben, dass dieser Versuch bei 50% mehr Uran und 50% mehr schwerem Wasser kritisch geworden wäre, das heißt die lang ersehnte atomare Kettenreaktion.
Fieberhaft versuchte Heisenberg, das restliche Uran und schwere Wasser von Stadt Ilm nach Haigerloch transportieren zu lassen. Allerdings gelang es wegen der Kriegswirren nicht mehr, Kontakt zur Liebener Gruppe aufzunehmen. Im Januar 1945 soll es in Gotto noch den Versuch G4 gegeben haben. Dazu gehe ich im nächsten Video ebenfalls noch genauer drauf ein. Am 15. März wurden die Auerwerke in Oranienburg in einem verheerenden Bombardement von 600 Bombern verwüstet. Dies hatte aber keine kriegswichtige Rolle mehr, die Werke sollten dem sowjetischen Zugriff entzogen werden. Am Morgen des 8. April traf ein SS-Kommando in Stadt Ilm ein, um das Material und die Physiker in die Alpenfestung zu bringen. Die Front war bereits auf wenige Kilometer herangerückt. Die SS-Leute schliefen aber übermüdet ein und die Physiker luden nun ihrerseits alarmiert alle verfügbaren Materialien auf die Lastwagen und fuhren Richtung Bayern. Berkay blieb in Stadt Ilm und wurde dort von den Amerikanern festgenommen. Nach und nach wurden die bekannten Wissenschaftler von den Amerikanern und Briten eingesammelt und zunächst nach London gebracht. Die letzten Standorte in Heising und Haigerloch sollten mittels Fallschirmjäger erobert oder bombardiert werden. Dies wurde allerdings von Goodsmith verhindert, der zu diesem Zeitpunkt über den Forschungsstand in Deutschland genauestens informiert war und wusste, dass keine Gefahr einer deutschen Bombe drohte. Am 23. April wurde Haigerloch von den Amerikanern besetzt. Eigentlich war dieses Gebiet den Franzosen zugeordnet und die waren auch schon da gewesen, haben den alten Keller unter der Kirche aber nicht gefunden. Am gleichen Tag wurde der Kessel abgebaut und zusammen mit allen Materialien weggeschafft. Heisenberg konnte noch fliehen und fuhr in die Berge, wo er auf das Ende wartete. Aber letzten Endes wurden alle wichtigen Wissenschaftler verhaftet, befragt und dann nach London gebracht. Die 10 wichtigsten wurden in Farm Hall interniert und dort permanent mit Mikrofonen abgehört. Diebner wurde im Mai in einem Dorf bei München, Heisenberg einen Tag später in seinem Haus in den Bergen gefangen genommen. Diebner war gegenüber den anderen Wissenschaftlern isoliert. Sie tauschten, wenn überhaupt, nur einzelne Worte. Das blieb auch nach dem Krieg so. Angelastet wurde Diebner seine NSDAP-Mitgliedschaft, aber wie schon mehrfach beschrieben, auch die Konkurrenz zu Heisenberg und das Herabblicken auf Diebner seitens der anderen Wissenschaftler tat das Übrige. 1946 kamen die Männer aus Farm Hall frei und begannen ihre Nachkriegskarriere. Zum Schluss möchte ich noch meine persönliche Meinung zur Atomforschung in Deutschland mitteilen. Hätten die Deutschen eine Atombombe bauen können? Ja. Haben sie eine gebaut? Nein. Ich bin der Meinung, dass die Führung der Forschung durch Wissenschaftler ein Fehler war, weil meines Erachtens dadurch ein viel zu theoretischer Ansatz vorhanden war. Auch die Splittung oder Konkurrenz der beiden Gruppen hätte beispielsweise bei sachverständiger militärischer Führung vermieden werden können. Heisenberg war zweifelsohne der bessere theoretische Physiker, aber Diebner war der bessere praktische Physiker. Zusammen hätten sie es schaffen können, eine Bombe zu bauen. Und ehrlich gesagt bin ich heilfroh, dass sie es nicht geschafft haben. So, das war bisher mein aufwendigstes Video, was den Rechercheteil angeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zu einer Diskussion in den Kommentaren bin ich gerne bereit. Abonniert den Kanal. Hey, jetzt fange ich auch damit an. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Da gibt es dann auch wieder reichlich zu sehen. Versprochen. Tschüss, Helge.